Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Soul Link Nuzlocke mit Balui und mit Katze. Feirio, ich bin Balui. Mirio, ich bin Mirio. Habt ihr mich vermisst? Ja, ganz arg. Ja. Den Blauli, ja, immer. Ich Blauli. Mich auch. Sehr vermisst, sehr vermisst. Das den Blauli vermisse ich jedes Mal. Wir sind auch beim letzten Mal durch die Asche gehüpft, oder? Nee, das war schon länger her. Das war schon länger her. Balui, wir sind gerade auf dem Weg. Ja. Da die Route mit den Meteoren runter. Ah, wer möchte einen Meteoriten kaufen? Also musst du jetzt die Route wieder laufen. Du weißt, welche Route? Nein, überhaupt nicht. Aber das konnte ja noch werden. Dann links raus und dann nach unten und dann weiter, wo die Einschlagkrater von den Meteoriten sind. Ich finde, die Meteoriteneinschlaglöcher haben sie gut gemacht. Die gefallen mir grafisch. Ja, die gefallen mir grafisch. Weil? Oh, was ist denn heute los? Haben wir die Angler schon alle vollgelabert? Ja. Ich hoffe doch, weil wir sind schon unten an der Höhle. Eigentlich. Höhle? Der muss nur noch hinlaufen. Oh, ein Flamara hätte es hier in der Wiese gegeben. Das ist so traurig. Flamara, ist das nicht dieses schlechte Pokémon? Ja, aber es wäre endlich mal ein Feuer-Pokémon für mich. Ich habe ja nur viele gleiche Typen, so wie Balui auch. Wir machen Mono-Wasser-Teams. Wir sind Monoteam. Monokultur ist das. Ja, geil. Zusätzliche Challenge. Monotyp-Team. Ich bin jetzt im Übrigen auch auf den Meteoriten-Einschlagkratern-Gedöns angekommen. Nee, du bist noch nicht ganz da, glaube ich. Jetzt bin ich bei dem Typen, der hier rumrennt und jetzt bin ich beim anderen Typen, der rumrennt. Also ich bin hier bei diesem Riesenkrater gerade. Also ich bin hier vor dem Eingang der Höhle. Wanderer. Ja, ich jetzt auch. Achso, da ist der Riesenkrater. Ja, ich dachte, der andere war riesig. Okay. Da können wir ein neues Pokémon fangen. Links unten ist eine Höhle. In der Höhle, ja. Ja. Oh, jetzt müssen wir gerade mal gucken, haben wir denn... Ah, ich bin vor der Höhle. Ich bin komplett in der anderen Pokémon-Steuerung drin, ne? Also ich stehe jetzt vor der Höhle. Soll ich da reingehen? Nein, warte kurz. Hast du Bälle dabei? Hat Katze Pokébälle dabei? Wo sehe ich denn meine Bälle gerade? Ja, im Winter. Huch, falsche Steuerung. Okay. Hey, die Meteorfälle. Also, können wir reingehen? Warte mal, da sind meine ganzen Bälle. Ich habe Hyperbälle 6, Superbälle. Ja, ich habe Bälle. 6 wir können rein. Nur. Okay. Oh, ich habe aus Versehen Stein kaputt gemacht. Okay, wir können rein. Okay, ich bin drin. Lauf nicht nach links. Oh, das war knapp. Okay, ich glaube, da geht nämlich die Story weiter. Nach oben ist Hyperheiler. Ja. Und ich laufe dann oben mal ein bisschen im Kreis. Genau, mache ich auch. Oben ist übrigens Hyperheiler, wusstet ihr das schon? Ich habe einen Encounter. Komm schon, was gut. Es ist ein Shiny Azumarill. Es ist bei mir auch ein Azumarill. Ich habe zu mehrere so gut gedort. Ich habe einen Knilz. Oh nein. Ey, jetzt die Frage, fange ich einfach noch einen Azumarill? Ne, ich fliehe. Entschuldigung, Knilz Shiny Azumarill. Ne? Ja, wenn du es noch nicht hast, musst du es fangen. Mist. Vielen Dank, aber da du dich nicht entwickelst, bist du sowieso wertlos für mich. Tut mir leid, ich habe schon einen Azumarill. Du bist ich brauch useless. Ich brauche nicht noch eins. Komm schon, gib mir einen guten Encounter, aber keinen Knilz. Wobei, Knilz entwickelt sich bald. Gib mir Knilz. Level 17 hat es bei mir und ich hab's gefangen. Ich bekomme einfach keinen Encounter jetzt. Was hattest du, Katze, für einen Encounter? Azumarill. Oh, es ist ein Swarundes. Was? Hast du nicht auch ein Swarundes? Ja, natürlich habe ich das auch schon. Ja, weiß ich ja nicht. Ah, deswegen reg ich mich so auf. Was soll die Scheiße? So, ich habe das Azumarill mal gefangen. Ich sage euch Bescheid, wenn ich einen Encounter habe, den ich fangen kann. Ah, ja. Roger. Mach mal mein Spiel schneller, sonst wird das, glaube ich, nie was. Ich bin mir absolut sicher, dass ein Knilz, natürlich. Naja, besser als. Ja, hier gibt's wahrscheinlich. Möchtest Knilz du Azumarill einen Namen geben? Natürlich. Und oh, meins ist aber Level 19. Ha, ich hab das OP-Knilz. Ha, Halleluja, das schlechte Knilz. Wiese Geschichte, wiese Geschichte. Ey, ich hab das überlegene Knilz. Mein Knilz ist in den Top 10% der Knilz, weißt du? Ja. So wie Joeys Radfratz. So. Ja. Und mein Merrill heißt jetzt Marilyn. Oh, Monroe? Ja, genau. Was haben wir? Knilz? Knilz? Hast du Merrill oder Azumarill? Ich hab einen Azumarill. Okay. Knilz, 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 Knilz. Zweimal Knilz, einmal Azumarill. Wie nenne ich denn mein Knilz? Zwiebel. Fußpilz. Zwiebel ist ein guter Name. Zwiebel finde ich gut. Fies von dir. Stell dir mal vor, es wird danach irgendwie so voller schöne Pokémon.
Es oder wird einfach Letty. Milotic. Es wird ein Rayquaza. Du hast später einen Rayquaza namens Zwiebel. Stell dir vor, also, was würde sich mal fertig entwickeln und nicht immer im Kreis gehen. Also, stell dir mal vor, du hättest noch ein Pokémon, das sich entwickeln kann. Ihr habt ja alle noch eins, das sich entwickeln kann. Ja, für immer, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn sich das immer in Kacke entwickelt. Ich bin jetzt nach links weitergegangen. Okay. Wie ist das denn mit Ramaidon? Ist das noch eine Entwicklung oder ist das eine Entwicklung? Okay, da ist Cosmo und Wanda. Nee, das ist nur Cosmo. Oh nein, müssen wir jetzt Doppelkampf mit dem Trollo. Oh nein, bitte. Machen. Oh, bitte, habt keine guten Pokémon im Gegnerteam, bitte. Oh nein. Ich hoffe, er killt mein Pokémon nicht. Hoffentlich Rayquaza und Rayquaza. Kalle an. Hier ist Kalle. Der große Kalle. Attacke. Wir lernen heute die ethische Grausamkeit. Mhm. Ethische Grausamkeit. Oh, das ist aber interessant. Magma-Vorstand Kalle bleibt gleich. Aber sie. Aha, was hat er sich denn da gehalten? Der hat sein eigenes Babymodel dabei, Alter. So macht man das halt, wenn man erfolgreich ist, Leute. Als Vorstand kann man das ja machen. Immer eine schöne Frau mitnehmen. So ist das mal. Oh, Mann. Wollen wir darüber reden? So, ich werde jetzt das Hundemon hier angreifen. Auf Wiedersehen. Blubstrahl und fort. Feurio. Das Hundemon. Das hat sich ausgefeurio. Und Entwicklung für Keck, Kappa. Und das andere wird besonders entwickelt. Keck versucht Knirscher zu erlernen. Sogar gekrittet, Alter. Ey, toll übrigens, dass er da einen Bopper dabei hat. Felino heißt es auf Deutsch, ne? Es hat Explosion eingesetzt. Finale. Ist ja irre. Okay, alles gut. Es hat nur 10 KP Schaden oder so gemacht an meinem Suicune. Alles safe. Warum machen die denn sowas? Ja, ein Smogmog ist immer gefährlich, was sowas angeht. Ja. Ich hoffe nur, dass meiner das tanken kann. Oh, von meinem Rivalen das Pokémon wurde gekillt. RIP Felino an der Stelle. Oh ja, ich habe das getankt. Das finde ich gut. Jetzt hatte ich ein bisschen... Also ich hätte bei Finale ja erstmal einen absoluten Ausraster bekommen. Igelava wird eingesetzt. Das ist aber widerlich. Okay, tja, Kalle. Kalle und Freundin, das war's. Wir haben einen Welser noch draußen. Ich hoffe doch sehr, dass dieser Welser kooperativ ist und hier einen Wassermove raushaut auf dieses Ingelava. Nevermind, ich hab's gewonnen-hittet. Okay. Ich hab's ohne Step gewonnen-hittet. Ja, interessant. Gezeigt. Alter Mogelbaum, versuch Psychoklinge zu erlernen, Bruder. Was? Ach so. Jetzt geht's aber los. Ich dachte gerade Mogelbaum, aber ist ja Mogelbaum. Mogelbaum ist ja nicht Mogelbaum. Mogelbaum ist Mewtwo, Mogelmewtwo. Ich dachte, wann kann Mogelbaum Psychoklinge lernen? Lass mal nachdenken. Also, endlich Aussetzer weg. Und schwupp, Psychoklinge, Alter. Psychoklinge gut. Psychoklinge gut, Blauli. Das Psychoklinge ist gut. Das ist eine gute Ding. Wisst ihr Bescheid, Leute? Gut. Psychoklinge gut. So, Kalle, was sagst du dazu? Oh, ich bin so stark. Bin ich jetzt dein Babe? Kann ich das mit nach Hause nehmen? Schmeißt du jetzt gleich den Professor in den Wasserfall? Huch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wir haben es geschafft. Ja, hurra, hurra. Die gehen jetzt zum Schlotberg, Team Magma, hat er gesagt. Ja. Ist immer so schön, dass sie einem den Plan verraten. Wir gehen jetzt zum Schlotberg. Oh. Wer kommt da? Sein Name ist Günther und er war stets bemüht. Ja. Alter, der eine Rübel hat ja richtig Bock, der hinter ihm gelaufen ist. Der hatte ja richtig die Körperhaltung zum Latschen. Tschüss. Was will denn Team Aqua? Ja, der Rivale hat mal wieder nichts gecheckt. Der ist gar nicht mitgekommen, hat er gesagt. Ja, das ist ja klar. Nehmen wir den Meteoriten ab. Wie wär's mit Nein? Gib den Meteoriten Nein. Professor, nein. Voll Rio. Er hat den Schein geklaut, fiese Geschichte. Urks, sollen wir das Team... Aber hallo, lass sie nicht entkommen. Ja, hinterher. Ich steh im Weg. Geh weg, Malui, geh weg. Ah, nee, doch nicht. Ich hab den Professor übrigens schon nach Hause gebracht. Wie das? Ja, weil ich fertig bin mit der Sequenz. In den Meteorfällen. Oh, ich stehe einfach mal im Weg, weißt du, da kommen... Alter, der eine linke Grunt ist immer noch so am Schleifen beim Laufen, Alter. So läufst du auch? Hast du dich mal gesehen? Ja, aber ich wiege auch ein bisschen mehr als der Grunt da und ich bin weit demotivierter.
Der kämpft für eine ideologische Weltordnung, wo Wasser toll ist. Der Professor ist im Übrigen auch ripp und paralysiert. Ich weiß nicht, wie man den nach Hause bringen soll. Der läuft von selber anscheinend. Die fragen gleich, ob wir mit nach Malvenfroh gehen wollen. Wollen wir nach Malvenfroh gehen oder müssen nicht? Müssen wir dahin? Ich habe gar keine Ahnung. Wir müssen wieder Richtung Schlotberg. Ich denke ja, dass das richtig ist. Ja, sie werden es dir nicht anbieten, wenn du nicht hin musst. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Okay, ich bin mir auch nicht sicher. Er sagt irgendwas von wegen, er will sich da den Orden holen, aber wir haben den Orden in Malvenfroh City doch schon, oder nicht? Ah. Ich weiß es nicht. Du bist hier die Pokémon-Professorin. Nein, wir gehen nicht dahin. Das ist deswegen, weil wir das war eine optionale Arena in dem Moment. Ach, die hätten wir noch gar nicht. Wir hätten weitergehen können. Oh. Und er will uns jetzt wieder mitnehmen, weil er sich den Orden dort holen möchte, ja. Unser Rivale. Okay. Also ich würde einfach Nein drücken, weil wir sind ja hier in der Nähe vom Schlotberg. Yay, yeah, wir haben die Welt mal wieder aber gerettet. Aber wie sollen wir zum Schlotberg ohne Stärke? Hätten wir irgendwo Stärke bekommen können? Haben wir Stärke nicht schon bekommen? Ich wollte gerade sagen. Wir können doch schon Steine zertrümmern. Oder schieben. Zertrümmerer und so. Stärke ist aber ein Unterschied. Ach, wir können wir die jetzt einsetzen? Nee, da fehlt uns noch ein Orden. Stimmt, da war doch was. Aber das brauchen wir uns zum Schlotberg. Ich bin gerade verwirrt. Ja, oder ist der vielleicht das in Malvenfroh haben wir jetzt schon gemacht, habt ihr gesagt. Wir müssten die Arena in Malvenfroh haben. Ich bin so verwirrt gerade, ne? Kriegen wir nicht theoretisch das Schattenglas jetzt von einem da oben? Aber da müssen wir doch noch gar nicht hin. Wir müssen jetzt zum Schlotberg. Guck mal auf eure Karte, wo der ist. Der Malvenfroh? Der ist zwischen Malvenfroh und hier, soweit ich weiß, oder nicht? Wo ist denn meine Karte? Das stimmt, aber von Malvenfroh würde man da schneller hinkommen. That's true. Aber wir können zu der Tussi noch gehen und sagen, wir wollen nach Malvenfroh, ne? Also die nimmt uns auch noch mit. Hä? Ach, stimmt, die labert ja immer alle und jeden an. Nein, die steht ja noch in dem Häuschen. Kannst der, okay, bei mir ist es ein der, deswegen war ich kurz verwirrt. Ach so, okay. Ja, also sollen wir damit hingehen oder was? Ich würde sagen, wir packen das. Jetzt habe ich ein Problem, ich weiß nicht mehr, in welchem Gebäude das war. Was? Linkes Gebäude vom Supermarkt. Ach so. Danke. Okay, ich habe mal Ja gedrückt. Auf geht's. Hey Gisela, ich will nach Malvenfroh, haben wir überlegt. Wir waren sicher, ja, wir wollten dahin, ja. Ah, nee, doch nicht. Schrecklichste Stadt von allen. So, da wären wir also. Vergiss nicht, mehr weit bis zum Schlotberg. Diese Schurken, meine Mitarbeiter hatten das ja erwähnt. Okay, das erst heißt, jetzt gehen wir wieder nach Norden, ne? Genau, aber erstmal heilen. Ja, heilen für die 2 KP, die sie mir abgezogen haben. Ey, ist eine Nuzlocke. Die Explosion war schon krass, ne? Also. Haben wir aber jetzt eigentlich wirklich Stärke oder haben wir es nicht? Ich weiß nicht, ob wir es einsetzen können. Ich also mal. Ich habe Stärke gelernt schon mal, das ging. Ja, ich auch. Azumarill hat das gelernt. Azumarill war fein. Azumarill ist jetzt stark, sagst du? Ja. Ah, nicht an das Haus gehen, Blauli. Welches Haus? Wenn du nach oben gehst, nicht an das Haus gehen. Nicht, dass ihr mir immer alles verbietet. Stimmt, aber wäre es doch so lustig, wenn wir so zum Schlotberg komm ich von hier aus zum Schlotberg? Ich muss auch gerade gucken. Erstmal oben. Oh, in den Encounter, in den Kacksteinen, Alter. Hier kann ich hier hochfahren. Ein Bidiza. Können wir jetzt hier hochfahren, ne? Mit dem. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Mit der Gondel. Oder? Die Seilbahn. Die Seilbahn fährt gleich hinauf. Möchtest du mit? Ja. Bitte hier entlang. Ja, hui. Ah ja, stimmt, die Seilbahn. Blauli, findest du hin? Die Seilbahn, das große Gebäude mit der Seilbahn. Bevor du in die Höhle gehst, geh nicht in die Höhle, auch wenn das dein Zuhause ist, der Feuriopfad. Hast du euch ein bisschen, das wisst ihr, ne? Der Feuriopfad. Ich meine das ernst mit dem, findest du hin. Ich auch. Ich gehe jetzt zur Seilbahn, aber ist egal. Okay. Dann quatsch ich mal mit der Dame. Hallo Dame. Ich bin schon hochgefahren. Natürlich bist du das. Ich hatte ja auch einen Encounter an dem scheiß Stein, den ich kaputt gemacht habe. Blauli klingt sehr aggressiv. Habe ich noch irgendwelche Tränke? Ach, guck mal, ich habe noch Tränke. Damit kann ich ja Baloui voll heilen. Baloui, du bist voll geheilt. Freust dich. Ach so. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Sehr gut. Aber wisst ihr was? Wenn die Leute wissen wollen, was hier oben auf dem Schlotberg passiert, dann muss Miri erst gleich was machen. Ich weiß, aber ich muss ja warten, bis ihr mit der Seilbahn gefahren seid.
Also ich bin jetzt oben angekommen und ich sitze jetzt auf dem Sofa neben dem Getränkeautomaten und warte, dass das Tag wird. Gut. Wenn wir dann alle oben sind, würde ich sagen, beenden wir hier die heutige Folge und machen morgen an der gleichen Stelle weiter. Schaltet da gerne wieder ein. Bis dahin macht es gut. Und Mirio. Bleibt schön feurig.